Im Triestiner Karst scheint die Sonne und Vojko Rajem aus Basovica bereitet sich auf einen Ausflug in den nahegelegenen Wald vor. Auch die Kindergartenkinder sind schon auf dem Weg. Heute wird Vojko ihr Führer sein. Das ist die erste Hirtenhütte. Vojko Rajem hat sie renoviert. In den letzten beiden Jahren hat er über 20 dieser Hütten instand gesetzt. Diese Häuschen bestehen nur aus Stein. Es gibt kein Bindemittel, alles wurde trocken ausgeführt. Das ist ein Stein, der auf zwei Seiten hin kreuzt und gut verbunden ist, sodass das Ganze zusammenhält. Denn wenn es keine Grundlage gibt, kann auch das Dach nicht halten. Er hat den Trockenmauerbau, der für den Karst so typisch ist, als Kind vom Vater und älteren Bruder gelernt. Viele Jahre später widmet er sich nun dem Ausbessern von Steinhütten. Am schwierigsten ist das Dachdecken mit Schindeln. Die Bauten sind zu 100% solid. Die Kinder haben sie sehr gerne. Und deshalb habe ich ihnen eine kleine Hütte gebaut, um ihnen zu zeigen, wie so etwas gemacht wird. Vor allem das Dach, das von Schindeln zusammengehalten wird. Das Dach muss langsam alle 3 bis 4 Zentimeter rundherum und nach innen hin geschlossen werden. So lange, bis es ganz gedeckt ist. Die kleinen Steinhütten entstanden vor mehr als 150 Jahren. Sie wurden am Rand von Feldern oder Weiden errichtet. Oft entstanden sie aus den Trockenmauern, die das Grundstück umgaben und schützten. Sie wurden von Einheimischen, Bauern oder Hirten gebaut, um vor Regen, Wind und Sonne zu schützen. Jedes renovierte Häuschen hat einen eigenen Namen und der Ort, an dem es steht, trägt einen Flurnamen. Die Jezin-Hütte zum Beispiel liegt im Gebiet der Dolge Doline, an der italienisch-slowenischen Grenze, die vor 20 Jahren aus Sicherheitsgründen gar nicht betreten werden durfte. Der Karst wächst ohne das Kleinvieh schnell zu. Die einst bearbeiteten Felder und Weiden sind schon von Buschwerk bedeckt. Nur die seltenen Überreste aus Stein und die renovierten Hirtenhütten zeugen von einer Zeit, die heute schon beinahe vergessen ist.